Moderne industrielle Prozesse, in denen ein Rohprodukt veredelt wird, benötigen eine Vielfalt von maschinellen Anlagen. Von Aufbereitungsmaschinen, pneumatischen Förderanlagen und Industrieöfen soll dieser Film berichten. Unser Weg führt nach Hamburg, Deutschlands Tor zur Welt. Hier planen und bauen die Ingenieure und Fachleute der Claudius Peters AG seit mehr als 50 Jahren Anlagen für die Prozessindustrien. Zu ihren Aufgaben gehört die Beratung und Betreuung der Kunden, die Projektierung und Planung, die Berechnung und Konstruktion von Anlagen sowie die spätere Montage und Inbetriebnahme. In eigenen Versuchsanlagen werden die zu behandelnden Güter auf ihre spezifischen Eigenschaften untersucht. Die maschinelle Ausrüstung für die geplanten Anlagen wird hier festgelegt. Ein großer Teil dieser maschinellen Ausrüstung wird in eigenen, modernen Fabrikationsstätten gefertigt. Ein umfangreiches Einzelteilelager gewährleistet schnelle und reibungslose Erledigung aller Ersatzteilanforderungen. Die in aller Welt bekannte Fuller-Pumpe ist das Grundaggregat für die pneumatische Druckförderung. Mit ihr können staubförmige und feinkörnige Schüttgüter über Entfernungen von mehr als 1000 Metern mit Leistungen von 100 Tonnen pro Stunde und mehr transportiert werden. Und so arbeitet die Fuller-Pumpe. Das zufließende Material wird von einer Schnecke bis in das Auslaufgehäuse transportiert. Eine Rückschlagklappe verhindert das Zurückschlagen der Luft bei Leerlaufen der Pumpe. Durch eine Reihe von Düsen wird komprimierte Luft eingeblasen, die das Fördergut durch die Rohrleitung trägt. Mit modernen Werkzeugmaschinen werden die Einzelteile gefertigt. Hier der Flansch eines Auslaufgehäuses der Fuller-Pumpe auf dem Bohrwerk. Auf Radialbohrmaschinen werden Flansche von Lagergehäusen gebohrt. Auch in der Dreherei müssen alle Arbeitsgänge mit größter Genauigkeit ausgeführt werden. Bei Kugellagersitzen zum Beispiel ist größte Präzision unbedingt erforderlich. Nachdem alle Einzelteile montiert sind, gelangt die Fuller-Pumpe auf den Prüfstand, um einem ersten Probelauf unterzogen zu werden. Zuverlässig, wirtschaftlich und staubfrei arbeitet die Pumpe an ihrem Bestimmungsort. Wenn eine genaue Dosierung des Materials Bedingung ist, verwendet man über dem Pumpeneinlauf einen Spezialwalzenzuteiler. In der Kompressorenstation wird die nötige Druckluft für die Förderung erzeugt. Eine Variante der stationären Fuller-Pumpe ist die fahrbare Entladepumpe, die hier in der Werkstatt einer Funktionskontrolle unterzogen wird. Sie wird speziell für die Entleerung von großen Lagerhallen, Waggons und Schiffen eingesetzt.